Und hier möchte ich kurz auch noch einen anderen Punkt hinweisen. Der hat damit zu tun. In einer gewissen Weise hat er damit zu tun. Ich habe euch gesagt, wir haben eben gesagt, dass der Text bestimmte Thematiken der Akida beinhaltet oder behandelt, ganz spezifische einzelne Punkte. Und dass er dies extrem vereinfacht. Er tut dies extremst vereinfachen. Das hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Dass eine Substanz, ein theologisches Thema extrem vereinfacht wird, hat Vor- und Nachteile. Was denkt ihr, was sind die Nachteile davon? Die Vorteile sind einleuchtend. Ja. Die Vorteile sind, dass es zugänglicher ist für verschiedene Klassen, für verschiedene Bildungsstände, für verschiedene Altersklassen. Das sind die Vorteile. Und ein anderer Vorteil ist, dass es weniger abschreckend ist. Warum abschreckend? Weil komplexe Literatur, wenn sie von jemandem gelesen wird, der das Gefühl hat, dass er kaum bis gar nichts versteht, das schreckt ihn ab. Er wird davon abgeschreckt und hört auf. Schlimmstenfalls hört er auf. Zumindest mit dieser komplexen Literatur. Mit den komplexen Abhandlungen zur Akida. Das ist ihm zu schwer. Und der Kopf brummt ihm, wenn er das liest, und dann lässt er es sein. Vereinfachte Texte haben eben diesen Vorteil, dass sie nicht abschreckend sind. Ganz im Gegenteil, sie haben etwas sehr Anziehendes. Aber was sind die Nachteile? Wer hat eine Idee? Was sind die Nachteile davon? Nachteil wäre, dass der Laie da trotzdem selbst interpretiert und selbst mitarbeitet ohne Lehrer. Bei ja, das geht so in die Richtung von dem, was ich sagen möchte. Sagen wir mal Folgendes. Halten wir das mal in drei Punkten oder ja, in drei Punkten fest, was die Nachteile von extremer Vereinfachung sind und die Gefahren. Es hat Gefahren. Erstens, das ist das, was du jetzt hier gesagt hast, ungefähr, Shirin, nämlich, nenne es einfach Fehlinterpretation. Durch die Vereinfachung komplexer Themen besteht die Gefahr, dass wichtige Details und Nuancen verloren gehen, was eben zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen kann. Dies kann dazu führen, dass der Mensch falsche Vorstellungen entwickelt oder bestimmte Praktiken auf unangemessene Art und Weise umsetzt. Der zweite Nachteil ist, das ist selbstverständlich, eigentlich auch einleuchtend, durch extreme Vereinfachung eines Themas geht Tiefe und Kontext verloren. Tiefe und Kontext geht verloren. Das heißt, alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Möchtest du es jemandem extrem einfach machen, dann hat das eben den Preis, dass Tiefe und Kontext verloren gehen. Möchtest du jemanden ein Thema in seiner gesamten Tiefe und in seinem gesamten Kontext darstellen, dann hat das eben den Preis, dass es sehr anspruchsvoll werden kann. Dass es sehr anspruchsvoll werden kann und dass es eben auch ein gewisses Background vom Empfänger, also dem Schüler, dass es von ihm ein gewisses Hintergrundwissen oder Kontextwissen erfordert, was er sich erstmal aneignen muss. Das muss er sich aneignen. Also der zweite Nachteil ist, dass eben tiefen Kontext verloren gehen. Die Komplexität mancher theologischer Themen ist oft das Ergebnis eben eines reichen
intellektuellen Kontextes. Und eine extreme Vereinfachung führt dann dazu, dass dieser Kontext verloren geht. Und damit ist das Verständnis und die Vorstellung vom Thema beim Empfänger extremst eingeschränkt und oberflächlich. Oberflächlichkeit. Ein dritter Nachteil oder ein Problem von extremer Vereinfachung ist, nennen wir es Reduktionismus. Was heißt Reduktionismus? Kommt von dem Wort reduzieren. Etwas zu reduzieren. Was heißt das jetzt in diesem Kontext? Reduzieren. Was wird hier reduziert? Ja, nee. Eine übermäßige Vereinfachung kann dazu führen, dass komplexe Themen auf ein oder zwei zentrale Ideen reduziert werden. Welch? Dadurch wird eben die Vielfalt und der Reichtum dieses theologischen Themas wird dadurch untergraben. Und die komplette Bandbreite der Lehre kommt dadurch nicht zum Vorschein.